Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu meiner 39. Ausgabe von Gerüchte Küche. Und zwar habe ich heute zwar nicht viel, und genau, das ist ja nur ein kleines Thema, und das ist auch nur drei Bilder oder so. Aber vielleicht ist auch manchmal wenig ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen Informationen dazu. Und zwar ist das Thema die zwei Eventkörper, welche aufgetaucht sind. Und es sind höchstwahrscheinlich, ich habe es, obwohl ich es in meiner letzten Ausgabe schon gesagt habe, in meinem 38. Ich sagte, ja, die sind zum Griechenland-Event. Nein, das ist nicht so eingetreten, sie waren dann zum Event ein volles Haus. Aber diesmal bin ich mir, ich will fast sagen, fast hundertprozentig sicher, dass sie zum Griechenland-Länder-Event gehören. Nun gut, dann gucken wir uns mal die Bilder in dem Sinne an, und zwar die zwei Eventkörbe. Eventkorb 1 und Nummer 2. Und was sehen wir da drinnen? Einerseits wahrscheinlich wieder den für 1,99. Welcher zwei Pflanzen beinhaltet. Und was ist denn das? Ist die gute Frage. Fangen wir mal mit den Pflanzen, und zwar einerseits die Margerite und wohl roter Mohn. Sprich, es wird wohl zwei Eventpflanzen zu dem Event geben. Das ist jetzt hier in zwei Teilen abläuft. Also sprich, dass das Event eben in den zwei Teilen, also Griechenland Event Teil 1 und Teil 2 stattfindet, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wird es wohl so sein, dass es eben in einem Event eben zwei Eventpflanzen anfangen. Zu Anpflanzen gibt, wie bereits angesprochen, Margerite und roter Mohn. Dann ist die Frage, die sich noch zu klären gibt, und zwar, was das hier ist, sprich hier im Eventkorb. Ja, nach was guckt das aus? Das sieht nach Stein aus, war so mein erster Gedanke. Im größten Eventkorb für 10 Euro dann, oder eventuell auch 5, aber ich sage eher mal 10 wahrscheinlich. Beinhaltet dann eben mehr von den zwei Eventpflanzen und vom Drop-Item, was ich schätze. Entweder ein Drop-Item, Such-Item kann ich mir nicht so wirklich gut vorstellen. Also ich sag mal eher Drop-Item. Für was gibt es jetzt hier den Drop-Item-Baum? Der muss auch für irgendwas gut sein. Und eben Superding und Karotten, Apfel, Chutney. Nun gut, also die Frage, was könnte das sein? Und eventuell, wir sind es ja schon gewohnt, wir haben das Haus, beim Event das Haus bauen. Oder volles Haus. Hat wohl nicht schlecht funktioniert. Und da heißt es vielleicht, na gut, das wenden sie nochmal an. Und an eben einen Tempel, und zwar den Tempel Parthenon, oder ich bin mir nicht sicher, wie der heißt. Aber irgendwie so in der Art. Wird es wohl heißen, dass wir eventuell diesen bauen müssen. Vielleicht gibt es ja noch Items. Und sonst habe ich eigentlich auch noch keine Bilder. Also das sind so die ersten Eindrücke, die ersten Bilder. Mal gucken, wie es dann wirklich kommt. Was denkt ihr denn? Was denkt ihr, wird es ein Drop-Item? Wird es ein Such-Item? Aber ich sage eh mal Drop-Item. Aber die interessante Frage ist, was ist das? Ihr könnt mir gut vorstellen, hier Stein. Gut, da musst du früher auch die Steine hier irgendwie zusammenfügen. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann war's das mit meiner 39. Ausgabe von Gerüchteküche. Falls wieder was Neues gibt zu berichten, bin ich wieder da.